Sid Wells, bekannt durch seine Rolle als Krümelmonster, ist nicht länger Teil der Sesamstraße. Confirmed that the blue character actor Sid Wells will not reprise his breakout role as a Cookie Monster. Und wenn einer wie er geht, dann geht immer auch ein Stück der alten Bundesrepublik. Das Krümelmonster. Sesamstraßenstar, Charakterdarsteller, Kultfigur von Generationen. 5 Jahre ist sein Ausstieg aus der Sesamstraße nun her. Seitdem ist es um Sidney Wells weitestgehend ruhig geworden. Viele Fans stellen sich daher die Frage, wo steht unser blauer Freund heute? Oh, es geht schon los? Ja, hallo, ich bin Sid und ich bin Schauspieler. Viele werden mich durch meine Rolle als Krümelmonster in Sesamstraße kennen. Oder aus Sesamstraße 2. Brauchte das wirklich eine Fortsetzung? Oder aus Sesamstraße 3. Ernsthaft? 3 Leute? Es geht hier um Puppen! Seitdem bin ich für alle nur noch das Krümelmonster. Cookie Monster. Cookie Monster. Wie Cookie Monster! Wie sind Sie eigentlich an die Rolle gekommen? Ja, besucht wurde ein Zwerg mit blauem, fusseligem Fell über den ganzen Körper und Kugelaugen. Und viele Bewerber? 2. Wer war der andere? Tom Hardy. Ich bin sehr dankbar, ein Teil der Sesamstraße gewesen zu sein, aber jeden Tag dasselbe zu spielen, ging mir irgendwann auf den Keks. Ich habe mich damals entschieden, die Sesamstraße zu verlassen, weil ich das Gefühl hatte, ein bisschen festgefahren zu sein. Ich wollte mich sozusagen künstlerisch weiterentwickeln. Denk an. Verdammt, Jenny, es tut mir doch auch leid. Jetzt verpasse ich schon wieder das Spiel von meinem Sohn Rolf. Wann lerne ich denn endlich, dass das Leben nicht nur Arbeit ist? Sid, was war das denn? Das klang jetzt gar nicht nach dem Krümelmonster. Achso, ja, ich dachte, ich versuche für die Rolle hier mal was anderes. Ja, verstehe ich komplett, aber mach doch vielleicht mal eine rauere Stimme und iss doch vielleicht mal den Locher. Verdammt, wieder das Baseballspiel verpasst. Ja, das ist genau so. Das ist das Krümelmonster. Ja, geil. 2007 bin ich dann mit meinem eigenen Stand-Up-Programm aufgetreten. Kennt ihr das, wenn ihr die ganze Nacht kein Auge zudrückt und dann fällt euch auf, oh, ich hab ja keine Augenlider. Es brennt! Das ist doch nicht witzig. Hast du wenigstens Kekse dabei? Das war eine schwierige Zeit für mich. Ich hab das Gefühl gehabt, nirgendwo richtig Fuß zu fassen. Haben Sie es denn jemals bereut, aus der Sesamstraße ausgestiegen zu sein? Nein! Ich wollte mich ja immer kreativ ausleben und als Künstler weiterentwickeln. Es war halt sehr schwer für mich, dann jahrelang weniger Erfolg zu haben als erwartet. Und dann habe ich einige schlechte Entscheidungen getroffen. Alkohol, Kokain und Drogen, was geht ab bei Sidney Wells? Wir haben für euch mal nachgeschaut. Als Aaron Paul am Set war, haben die beiden versucht, seine Bauchnabelfussel zu rauchen. Hey, ist das nicht das Krümelmonster? Alter, der ist ja voll besoffen. Hey, mach mal das Krümelmonster! Ja, wartet, wenn ich euch erwische. Hier geht's, Keks. Das wurde dann immer mehr und ich habe wirklich sehr unter dem öffentlichen Druck gelitten. Und je tiefer ich abgestürzt bin, desto besser war das natürlich für die Paparazzi. Mr. Wells, haben Sie ein Problem mit Drogen? Nicht mehr in der Sesamstraße. Was ist mit Ihrer Vorbildung? Dann war ich irgendwann in einem ziemlichen Loch. Ich hatte Probleme mit Alkohol, dann mit Drogen. Irgendwann habe ich sogar in einem Adam Sandler-Film mitgespielt. Das war der Tiefpunkt. Dann wusste ich nicht mehr weiter. Ich brauchte die Kontrolle über mein Leben zurück. Ich habe eine Zeit an mir gearbeitet und mich wieder neuen Projekten gewidmet. Ich habe einen Podcast angefangen, in dem ich über mich rede. Das hilft mir sehr. Und jetzt bin ich noch einen Schritt weiter gegangen mit einem Projekt, an dem ich schon lange arbeite. Meine Autobiografie. Sind auch die Bücher im Bild? Dass man sie sieht, wäre mir wichtig. Nee, sieht man. Dankeschön. Ja, das hätte ich auch niemals gedacht, dass ich mal Autor werde. Aber so ist das im Leben. Eine Tür schließt sich und du machst Limonade draus. Ja, und jetzt in meinem neuen Buch erzähle ich die Wahrheit über meinen Erfolg. Ich will zeigen, wie ich immer Angst hatte, nicht gut genug zu sein. Wie ich nicht gemerkt habe, dass mich die ganzen Drogen kaputt fressen.
und wie du als Promi einige Feinde hast, die versuchen werden, über dreiste Lügen deinen Ruf zu schädigen. Wenn ich mein Buch in 3 Worten beschreiben müsste, würde ich sagen: preiswert, günstig und billig. Ich hoffe, dass die Leute mein Werk lesen und inspiriert sind. Ich möchte, dass die Leute sehen, dass man niemals den Kopf hängen lassen sollte. Ich möchte mit den Leuten teilen, was ich aus all der Zeit gelernt habe. Ja? Okay. Ihr Mikro. Verdammte Scheiße, Janine, das sind Vanillekipferl! Ich wollte Zimtsterne, du Arsch!